Peter Mohr, ich bin fasziniert von deinem Umweltengagement. Du hast als Anwalt jahrelang dich für die Umwelt eingesetzt. Du warst beim NABU federführend tätig und jetzt hast du den Verein Rechte der Natur mitgegründet. Was gibt dir immer wieder Kraft dazu? Ich bin schon immer ein Verfechter gewesen dieses Themas Rechte der Natur. Und im Übrigen bin ich eben auch der Meinung, dass jeder Baum ein Lebensrecht hat und die Wildtiere sowieso, dass die eben eigene Rechte bekommen. Bei den Rechten der Natur geht es ja darum, einen Waffenstillstand zwischen Industrie und Natur eben zu schaffen, dass es nicht immer alles weggewogen wird. Ja, was glaubst du, könnten die nächsten Schritte sein, um in Deutschland oder Europa voranzukommen mit Rechten der Natur? Also das Bundesverfassungsgericht ist zum Glück schon bisschen auf dem Wege, die Natur, also in diesem Fall insbesondere das Klima, für sich selbst zu schützen und nicht nur für den Menschen. Wir mit dem Verein Netzwerke Rechte der Natur, wir wollen ja eben letztlich die Politiker überzeugen. Es geht aber meines Erachtens nur durch Druck der Gesellschaft. Wir kommen weiter, nehme ich mal an, wenn wir am Ende sagen, der Fluss oder der Rhein, die sollen eigene Rechte haben und nicht gleich alles. Das ist viel zu viel für die Menschen. Sondern, dass man sozusagen von Fall zu Fall geht, dass man die zu Rechtspersönlichkeiten erklärt. Die Spitze dieser Bewegung ist eben Ecuador. Ecuador ist ja das erste Land dieser Welt, was in der Verfassung die Erde, Pachamama, geschützt hat. Und jeder Mensch in Ecuador kann es erreichen, dass die Natur geschützt wird. Also ich finde es auch spannend, wie die beste Möglichkeit ist, Natur zu schützen. Ja. Mit welchen Rechten oder also was für Möglichkeiten. Es gibt ja so viele Ansätze. Natürlich. Was gibt dir immer wieder Kraft dazu? Wie kannst du jeden Tag dir bewusst machen, dass du naturverbunden bist? Also ich bin naturverbunden, weil ich atme. Und Atem ist für mich Leben. Und genauso wie ich atme, atmet für mich auch die Natur. Die Bäume atmen, das Gras atmet, es atmet alles. Man weiß es bloß häufig nicht. Es hat ja auch alles seine eigenen Gerüche. Es atmet alles und Atem ist das Leben. Und deswegen, wenn ich morgens aufwache, dann atme ich erstmal. Das klingt schön, Peter. Ach, das finde ich so schön, dass du und ich, dass wir naturverbunden sind und dass wir im Grunde unser Leben mit Mutter Erde verbunden sind. Lass uns jetzt unsere Hand in die Kamera halten und sagen, unsere Hand für Mutter Erde. Unsere Hand für Mutter Erde.